Lenoir ist ein besonders eifriges Pferd. Deshalb ist es Uta Gräf wichtig, ihn spüren zu lassen, dass sie seinen Eifer anerkennt. Die Schrittpause ist noch einmal eine gute Gelegenheit, um genau darüber nachzudenken, was mein Trainingsziel für heute ist. Es ist klug, in der Arbeitsphase zunächst mit Übungen anzufangen, die dem Pferd leicht fallen. Wir wollen am Beispiel von Lenoir deutlich machen, dass man nicht unbedingt die eigentliche Lektion üben muss, um diese zu verbessern. Lob muss nicht immer sichtbar sein. Das fein gerittene Pferd versteht auch feinste, fast unsichtbare Gesten und hört auf die Stimme. Schon früh war klar, dass DJ außergewöhnlich veranlagt ist. Bei solchen Pferden ist es besonders wichtig, sich als Reiter nicht dazu verleiten zu lassen, Schritte auf der Skala der Ausbildung auszulassen. Durch das Reiten von Tempounterschieden schult und überprüft sie Gleichgewicht und Anlehnung. Man kann sehr schön sehen, wie das Pferd, ohne dass die Reiterin mit der Hand rückwärts einwirkt, wieder zurückkommt und mehr Last auf der Hinterhand aufnimmt.